Wieder Selina und heute wollte ich mal ein Collection-Video machen und zwar hatten mich viele angeschrieben und gesagt, dass ich mal ein Video über meine Kollektion mache. Also ich habe jetzt mal so ein bisschen gesucht und wusste nicht genau, wie ich das genau machen soll, aber ich versuche das jetzt einfach mal. Wenn ihr noch irgendwelche Vorschläge oder Anregungen habt, einfach drunter posten und dann werde ich das auch einfach beim nächsten Mal beachten. Ja, wie ihr seht, es geht heute um Louis Vuitton. Das ist meine kleine Louis Vuitton Taschenkollektion und auch ein Portemonnaie dabei. Ja, ich erzähle euch einfach mal so meine persönliche Beziehung oder wie ich überhaupt zu Louis Vuitton komme. Und zwar, ja, ich habe mal Marketing studiert und auch einen Bachelor da drin und deswegen habe ich mich halt natürlich mit Marken und Branding und so weiter, Strategien beschäftigt. Und damals fand ich schon, das ist natürlich noch nicht so lange her, aber ich übertreibe gerne damals. Naja, auf jeden Fall habe ich mich da halt mit der sogenannten Premium-Strategie beschäftigt. Und ja, viele Sachen, die Premium, wo Premium draufsteht, ist gar nicht Premium, aber Louis Vuitton ist definitiv Premium. Und zwar ganz einfach, Louis Vuitton gibt es einfach nicht im Sale, es gibt keine Reduzierungen, es gibt sie nur im Direktvertrieb, das heißt nur über den Store selber oder in